Moin Leute, willkommen zu einem neuen Part Far Cry 3. Far Cry 5 natürlich. Und zwar holen wir jetzt erstmal Ray ab. Und zwar Nick Ray von der Farm. Und ich habe mir die folgenden Vorteile noch gekauft. Einmal, dass ich mich schneller bewege in geduckter Haltung. Und dass ich jetzt Schlösser knacken kann. Und in 130 Metern ist schon der gute Nick. Und schon wieder geht hier alles den Bach runter. Voila, du. Bitte geh jetzt mal weg. Ich habe Angst, dass er mir die ganze Tour hier vermasselt. Oder was ist hier los? Okay, ich brauche einen Sniper hier. Verstanden. Komme sofort. Okay. Wo geht's hin? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ort entdeckt. Geil. What the fuck ist hier los, Alter? Hier ist es nicht gut. Bin unterwegs. Ist aber interessant, dass man hier einfach in die Häuser reinschmeißen kann. Ich glaube, wir müssen nach da hinten. Auf wen schießen die? Alles klar. What the fuck? Hier geht's richtig ab, Leute. Ich dachte, ich hätte die Mission noch gar nicht angefangen. Kann ich doch von hier aus gar nicht treffen, die meisten. Kannst du den treffen? Der ist bei mir hinterm Baum. Los, Scharfschützin, wo bist denn du? Schauen. Ja, dann schieß doch auch mal. Ich warte hier schon die ganze Zeit. Oh mein Gott. Alle hinter Bäume, wa? Weg mit euch! Okay, die haben sich mit denen gebettelt. Lückelt jetzt so viele aus, Alter. Hab ich den Fall mitgenommen? Jetzt kann ich den Fall nicht nehmen. Voll okay, auch gut. Moin! Unser Weg hier raus. Wir stecken hier fest! Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsduselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. Du, so wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt.
Alles klar, machen wir doch. Easy, sag. Du dürftest dir bestimmt sein Flugzeug leihen, wenn das Teil dann für seine Familie sicherer wird. Ist so, bestimmt. Schloss knacken. Ach so, ich muss. Alter, das dauert ja immer noch ziemlich lange. Ich habe noch gar kein schnelleres Ding gemacht, glaube ich. Nehmen. 250 Euro, Dollar, was auch immer. Tagieren. Far Cry Arcade. Ist das nicht der Multiplayer-Modus? Ich glaube, das ist der Multiplayer-Modus. Machen wir mal später. Erstmal klauen wir uns jetzt einen Truck und gehen. Boah, 700 können wir da eine Schnellreise machen. Naja, das dauert das nämlich alles zu lang. Ich sag euch das. Und deiner? Guck mal, ob deiner kommt. Weg mit dem Radio. Oh, das ist ein Heli. Hallo. Ja. Das schaffen wir schon alles. Wir haben Gesellschaft. Sehe ich nicht. Lügner. Das hätte schlimmer kommen können. Hätte Fahrradkette. Ja, der merkt uns nicht. Wir sind zu schnell vorbei. War knapp. Zum Glück haben wir ein anderes Fahrzeug. Ein bisschen hier links. Bremsen, ich steig aus. Jetzt sind sie doch nicht aussteigen, oder was? Ja. Tod von oben! Alter. Ziel ausgemacht. Damit jetzt aber nicht uns, oder? Die Pfeife hatte kein Signal mehr, Leute. Egal, nur noch 200 Meter. Es geht doch klar. Ich hasse Flugzeuge, die sind so schwer zu killen. Kontakt! Du gehst irgendwo nach hinten, okay? Ich gehe hier hin. So, jetzt schalten wir die ein nach dem anderen. Schön gezielt aus, bitte. Da oben. Da oben. Und zwei. Ich suche mir einen besseren Winkel. Nee. Ich rücke aus! Nein. Bleib schön da. Oh, na toll. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Bam! Hab das Ziel gesichert. Geile Idee! Ich werde getroffen! Greif an! Los! Hä? Alle Alarme deaktiviert. Okay, ich wusste gar nicht, dass da noch ein Alarm war. Weiß ich genau. Schuss! Könnte Hilfe brauchen! Shit, sie checkt mir richtig ein! Nicht so geil, dass du jetzt gerade ein bisschen tot bist irgendwie. Sanitäre! Ich verblute! Ja! Hilft mir mal jemand hoch?
Lädst halt deine Schniss. Weil ich jetzt wegen dir entdeckt werde, ne? Ist schon schlimm genug, dass du nicht lautlos killen kannst. Das habe ich voll vergessen. Na toll, Mann. Ich wusste es, ich werde entdeckt. Weil überall Musik hier. Das klingt ja richtig. So. So ist denn der jetzt überhaupt runtergegangen? Sollen ihr Maul halten, Mann? Geh mal da hinten hin oder so, keine Ahnung. Habe ich Köder? Ne, ich habe noch keinen Köder, oder? Ich habe Köder. Was? Woher wusste der das? Ich wurde doch gar nicht gespottet. Alter. Ich wusste gar nicht, dass ich gespottet wurde. Ich meine, von dem einen klar, aber dass die auf dem Dach bin. Nice. Oh mein Gott, Alter. Wie kommst du auf das fucking Dach? Deine Seele ist vergiftet. Natürlich habe ich da recht, Mann. Wie kommt der Wichser auf das fucking Dach? Wie kann's... Ist gerade ein fucking Wolf die Leiter hochgeklettert? Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Wir sind keine Leiter, wir sind nur Seilrutschen und so. What the fuck? Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Oh, der ist pissed, der Boy. Ja, verstanden. Will die Perle, die Pflanzen einsammelt. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo ist... Wieso kommt die nicht? Weg, okay, auch gut. Ich muss jetzt dahin. Ich möchte diese Seilrutschhilfe benutzen. Okay, das ist anscheinend keine Seilrutsche. Ich bin fucking Weltmeister in Springen und Fallschirmfliegen, Mann. Hart. Wir hätten den Posten fast verloren. Danke dir. Sektnotiz. Ich hatte schon vorgeschlagen, dass wir ein paar Helikopter und sowas ernten, um das Yes aufzubauen. Aber er meinte, er hätte uns Arbeit für die Errichtung des Schilds ausgewählt, weil wir für die meisten Sünden zu büßen hätten. Ich schwöre, ich konnte spüren, wie mir meine bösen Taten zusammen mit meinem Schweiß von der Stirn tropften, als wir diesen ganzen Stahl, die Sperrholzplatten und die Farbe den Berg hochgeschleppt haben. Wir haben gute Arbeit geleistet. Jedes Mal, wenn ich das Schild sehe, hallt es in meinem Herzen wieder. Ja, lieber Gott, ja. Okay, der ist ein bisschen crazy, der Typ. Möchtest du bitte einsteigen? Juhu, Flugzeug fliegen. Okay, beschleunigen. Bombenvisier. Okay. Maschinengewehr. TS abbremsen. Oh ja, Deputy! Im Pegifunk heißt es, dass ein Eindringling mein Flugzeug geklaut hat. Gewinne etwas Abstand, fliege einfach erstmal Richtung Norden.
ein paar Tests. Halt dich beim Kornkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Weil ich das scharf links, also unscharf links. Das ist jetzt hinter mir ein Flugzeug? Du packst das. Bloß nicht zittern. Ja, ja, aber hinter mir war gerade noch ein Flugzeug, Alter. Ich lass dich mal mit dem linken Flügel winken. Der bereitet mir Sorgen. Der stellt sich immer ein bisschen quer. Ist alles easy hier, siehst du? Ja, wenn was nicht stimmen würde, wäre die Kiste außer Kontrolle. Ja, ein paar kompetente Piloten hat die Sekte schon auch. Ratatatata. Im Flugzeug fliegen ist eigentlich ganz geil. Oh oh. Mann, ausgerechnet in Johns Ranch einzubrechen und heil wieder rauszukommen. Den Fickern haben wir es gezeigt. Das müssen die erstmal verbauen. Ist so, ist so. Mann, ich hätte echt gern die Gesichter von denen gesehen. Blöde Peggys. Die habe ich zerschossen, die Gesichter. Die kann man jetzt gar nicht mehr sehen. Was anderes machen die hier gar nicht. Die schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Ja, das habe ich schon öfter gehört, ne? Da macht sie nichts. Ja, klar, dass alles gut gehen würde. Dieses Flugzeug hat noch keinen Ryan im Stich gelassen. Okay. Dann geht das ja. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Gut. Würde mal kein Ryan, das heißt, der hat schon mehrere Generationen. Gerade so ein bisschen Schiss. Gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts. Okay. Ja, wer seine Heimat verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns, keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, von meinem Gedanken, dass sie ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Geil, okay, auch nice. Das ist ein bisschen kacke mit dieser Tür tatsächlich. Wenn ich meine Hörner aufgeben und hören muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Ja, bestimmt, bestimmt. Über ein Bär oder so. Ja, aber mit Tastatur ist das alles so hakelig. Das ist, im Controller kann man das ja schön regulieren, aber... Tastatur drücke ich einfach nur Leertaste für Gas und das war's. Ich lasse mir immer noch das Blut kochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, das meine Familie mühevoll aufgebaut hat. Die haben sich jeden Zentimeter hier mit Blut und Schweiß verdient. Und jetzt verliere ich alles an so einen Man-Bun-Hirni und seine Inzuchthorne. Scheiße! Mit den Rice legt man sich nicht an, ohne Federn zu lassen. Lass uns dafür sorgen, dass sie keinen leichten Tod finden, Partner. So ist da einfach einer gerade runter. Du solltest jetzt über ein Feld fliegen. Heiz allen Peggys, die du siehst, richtig ein. Joseph Schergen kippen Drogen in unsere Wasserversorgung. Such nach dem Bewässerungsbecken und ähnlichen Orten und heiz ihn richtig ein. Dabei. Oh. Du bist ein echtes Fliegerass. Du bist quasi der nächste Klatsch Nixon. Mann, der war so cool. Und wenn du Blitztankwagen siehst, jag sie in die Luft. Die Peggys tanken gern nördlich von meiner Landebahn auf. Schalte sie aus, bevor sie abheben. Bin dabei, yo. Sind unter mir, war? Ja, scheiße. Geh ich die überhaupt? Kann ich irgendwie ranzoomen? Wie oft kann ich den Bomben abwerfen, weil ich habe das Gefühl, dass sie gar nicht runterkommen. Oh, ja, das wäre das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man es macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst.
War aber sehr lange das Tutorial. Oh lol. Ich hab's ein bisschen verkackt auf den letzten Meter noch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist sie ja! Da ist sie ja! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Ich heiße eigentlich nicht Hurensohn, aber. Das Flugzeug ist zurück! Ja, hab gehört! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Okay. Komm schon, pack an! Pack voll an, yo! Wieso habe ich keine Stimme? Wieso sag ich nichts? Ich finde das uncool. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Oh oh, und ich bin damit geflogen. Ja, leider. Kim, kommst du dann? Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Oh oh. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Der nicht so geil jetzt. Herr im Himmel, hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greife von oben an und du von unten, was sagst du? Jo. Booyah! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme. Haus drauf. Gönn dir, bruh. Okay. Ich will mal sagen, dass wir diese Mission allerdings erst im nächsten Part fortführen. Bis zum nächsten Part.